Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Mechatronik-Mini-Projekt Programm Morsegerät. Wie schon der Name andeutet, soll dieses Programm ein Morsegerät simulieren. In diesem Falle soll hierbei von Buchstaben zu Morsecode übersetzt werden und von Morsecode zu den Buchstaben übersetzt werden. Dies demonstriere ich euch jetzt. Erstmal zeige ich euch von Buchstabe zu Code, was das alles, die ganzen Punkte und die Striche zu bedeuten hat, sage ich euch später im Verlauf dieses Videos. Erstmal gebe ich ein paar Buchstaben ein. Sagen wir mal Hallo. Und beenden diese Folge mit Raute. Und beenden es mit Strich des Programms. So. Jetzt kommt von Code zu Buchstabe. Jetzt erkläre ich euch mein Programm. Zuerst wird der Benutzer aufgeklärt, was dieses Programm überhaupt macht und zur Wahl gestellt, ob er von Buchstaben zum Code oder von Code zum Buchstaben übersetzen möchte. Wählt er nicht wie in diesem Falle den Case 1 oder 2, tritt die Funktion Default auf, in der der Benutzer wieder zur Wahl gestellt wird. Bestätigt er mit Ja, wird der Benutzer durch die Funktion GoTo wieder zum Anfang zurückgebracht. Wenn er natürlich Nein eingibt, wird das Programm beendet. Gibt er weder Nein oder Ja ein, wird er wieder zurück zum Default geschickt. Hat der Benutzer 1 eingegeben, wie am Anfang gefordert, geht das Programm in Switch rein, in den Case 1. Hier wird die Funktion Buchstaben aufgerufen. In der Funktion Buchstaben geht das Programm in die Endlosschleife Do While, wovon da in eine For-Endlosschleife, in der eine Folge gestartet wird und verglichen wird, was für einen Buchstaben man eingegeben hat. Dabei wird in einer weiteren Variable Akkumulator, der ein String ist, die Zeichen hinzugefügt, die man eingegeben hat. Dabei werden sie addiert, damit am Ende eine Zeichenkette entsteht und nicht nur überschrieben wird. Dies macht das Programm so lange, bis der Benutzer in diesem Falle die Raute eingibt. Dann wird ein Break-Befehl ausgeführt und die For-Schleife wird beendet, aber nicht die Do-While-Schleife, weil in der Do-While-Schleife ist eine Bedingung, in der verglichen wird, ob der Akkumulator voll oder leer ist. Und in der Do-While-Schleife wird auch noch ausgegeben der Akkumulator. Was man aber beachten muss, ist, dass der Akkumulator geleert werden muss, sonst hat man in der neuen Zeichenkette, die man beginnen möchte, die Zeichenkette von der vorherigen Folge mit dabei. Dies macht man mit einer Clear-Funktion. Will man das ganze Programm beenden, gibt man Strich ein. Der Akkumulator wird geleert, das Programm geht aus der For-Schleife raus, vergleicht, ob der Akkumulator voll oder leer ist. Ist er leer, geht er aus der Do-While-Schleife raus. Die Do-While-Schleife vergleicht aber, ob true ist die Bedingung. Diese Bedingung ist aber false, weil jetzt in dem Akkumulator eine 0 drin steht durch die Funktion clear. Und 0, wie wir wissen, steht für false. Aber kommen wir nochmal zurück zum Anfang, zu der Auswahl. Gibt der Benutzer hier den Case 2 ein, wird die Funktion Code aufgerufen, bei der von Code zum Buchstaben übersetzt wird. Die Funktion läuft gleich wie die Funktion Buchstaben, bloß ist hierbei keine Eingabe, die in einen Char reingetan wird, sondern in einen String. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte eure Interesse auf das Programmieren wecken. Vergisst nicht zu abonnieren und auf Wiedersehen.